organisieren Sie die Reise. Bevor wir also mit dem Programm anfangen, werden wir heute etwas kosten von dalmatinischer Speise. In circa einer Stunde werden wir in der Nähe von Šibenik in eine Konoba, typisch dalmatinische Restaurant, also Pekka, dalmatinische Pekka essen. Das ist... Dass vielleicht jeder sich ganz kurz vorstellt, sagt, wie er heißt, wo er herkommt, aus welchem Büro. Was uns immer noch interessiert, beziehungsweise mich immer sehr interessiert, wart ihr schon mal mit FTI auf Info? Ja oder nein? Warum habt ihr euch angemeldet, insbesondere für Kroatien? Und was für eine Hoffnung, Erwartungshaltung habt ihr an die Info? So, und am Ende machen wir eine Feedback-Runde und wenn alles positiv läuft, dann ergibt sich da mal so ein schönes Bild drauf. So, Erwartung ertroffen, fand ich gut oder wie auch immer. Thank you.
Promenade. Bei Nacht, Beleuchtung ist toll. Bei Tag, die Einheimischen meckern. Die sagen, es passt nicht zu alten Gebäuden, zu alten Palast. Diese neue Promenade wurde vor 8 Jahren ausgebaut. Und ich sage, also die Dalmatiner, also die Leute aus Krit haben diese schwere Mentalität und die schwer akzeptieren also die Sachen, die neue Sachen, besonders die der Stadt, der alte Stadt betrifft. Immer wenn die Hitze oben ist, ich mag die Keller ja so. Ein bisschen toll, weil hier fühlt, also man fühlt sich ein bisschen erfrischend. Und noch ein paar Wörter zu dieser Geschichte, wo wir gestern waren. Also Flughafen befindet sich ungefähr hier, Kasteller Bucht. Diese Solin hatte schon erzählt, Gladiatoren und so weiter und so fort. Und Aquädukt, 8 Kilometer lang. Warum so viel Wasser? Weil wir haben trinkbares Wasser, also überall. Also die Römer waren sehr klug. Deswegen haben diese Lage also gesucht und hier Palast aufgebaut. Auf jeden Fall. Thank you.
tausend Dank. Es gibt Leute, die machen Job gut und es gibt Leute, die machen Job nicht gut. Das eine ist nicht schön, das andere ist schön, aber es gibt relativ wenige, die den Job nicht nur gut machen, sondern mit Emotionen, mit Herz, mit Leidenschaft und du hast das echt mit, nicht nur mit dem Engagement, sondern mit so einem großen Herz und so einer Leidenschaft wirklich rübergebracht, dass da so ein Feedback rauskommt, dass da Leute dann aus dem Kollegenkreis sagen, nee, nicht Kroatien hat mir gefallen, sondern ich habe mich echt so ein bisschen verliebt hier in die Region, also da ganz, 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 ganz großes Dankeschön.